So, liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und zu Age of Darkness Final Stand. Ja, es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir hier jetzt weitermachen konnten mit der Aufnahme. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, war eine Woche krank. Daraufhin war ich dann auch mal ein Wochenende nicht zu Hause. Ja, zwischendurch viel gearbeitet und jetzt sind wir aber wieder am Start und werden auf jeden Fall dieses Let's Play bis zu dem Zeitpunkt fortführen, bis uns die Horde komplett überrannt hat. Also bis es wirklich nicht mehr funktioniert, dass wir hier nochmal eine Nacht überleben können. Wir müssen jetzt auch erstmal schauen, wie lange das noch anhält. Also bis die nächste Horrornacht kommt. Bis dahin werden wir auf jeden Fall unsere Verteidigungsmauern wieder aufarbeiten und schauen, dass wir da wieder weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Ein bisschen gucken, dass unsere Verteidigung wieder an den Start kommt, dass wir hier nicht wieder völlig durch die Bank weggeknallert werden dann nachher. Und mal gucken, also ich hoffe, dass wir hier vielleicht noch, also aufgrund der Tatsache, dass ich sage, wir spielen dieses Spiel so lange, bis wir komplett überrannt sind, könnte es natürlich sein, dass das bis hier bis ins Unendliche geht. Ich will mich jetzt hier nicht als absoluter Hardcore-Stratege ausknüppeln, oder aussprechen, aber ich kann schon Strategiespiele einigermaßen gut spielen. Dementsprechend versuche ich natürlich hier das Ganze so weit hinaus zu zögern, wie es möglich ist. Wenn es in den nächsten zwei Folgen der Fall ist, dass wir hier über komplett weggeknallt werden, dann tut es mir leid. Aber ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. So, wir starten mal rein, ne? So, das sind auf jeden Fall unsere Armeen. Das letzte Mal kamen die Gegner, ich meine von hier. Das wird das nächste Mal, denke ich mal, nicht mehr passieren. Von unten kamen sie auch. Ich denke mal, der nächste Nacht wird irgendwo von da passieren. 7 Tage haben wir Zeit. Wird irgendwo von da aus kommen. Bedeutet, wir werden uns jetzt erstmal hier mit unserer Armee hier rüber begeben. Und was wir auch noch schauen müssen, ist, dass wir hier auf jeden Fall zumachen. Dass wir dort auf jeden Fall die Mauer wieder zumachen, dass wir da nicht das... Was? Wo sind wir da? Ach du Scheiße. Mein Gott. Kommt mal hin. Bringt das Vieh mal um da unten. So, jetzt werden wir hier mal erstmal gucken, dass wir hier oben die Mauer zumachen. Damit das Thema auf jeden Fall geklärt ist, dass die hier nicht doch irgendwie wieder durchkommen. So. Dann sind wir hier zumindest schon mal zu, dass da nichts mehr rein einfallen kann. So, Villagers haben wir 20, das ist ja ganz gut. Was ich hier nicht gesehen habe, ist, dass hier auch Iron noch steht. Das werden wir auf jeden Fall auch abbauen. So, jetzt werden auf jeden Fall auch alle Sachen repariert. Wobei ich sagen muss, von hier unten könnten sie auch noch kommen. Ja, es wird schwierig, das Ganze zu eruieren, muss ich ehrlich sagen. Bauen erstmal neue Einheiten. Wir müssen auf jeden Fall hier oben diese Ecke weiter mit Bollwerken ausbauen. Das funktioniert sonst so nicht. Und hier müssen wir auch auf jeden Fall eine Schneise reinziehen. Ansonsten gibt das hier keinen. So, jetzt bringen wir erstmal hier die ganzen Kollegen um, dass wir hier den Bereich gesäubert haben. So, und ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall dicht. So, und dann würde ich auch behaupten, dass wir dann dort so einen Ballistentower hinsetzen. Unsere Defensen sind unter Attack. So, nee, der steht da richtig doof, weil da kommen unsere Einheiten nicht mehr gut durch. Setzen den mal dahin. Guide my weapon.
So, jetzt knüllern wir erstmal hier den ganzen Krempel weg. Wow, da steht einiges. Hier oben rennt auch wieder so ein kleiner Nebenboss rum. Den sollten wir vielleicht auch noch wegmachen. Schon wieder. Tja, das eine kleine Vieh macht uns hier gerade echt das Leben schwer. Wir sollten jetzt hier ein paar Archer reinsetzen, damit wir da gleich nicht das Problem kriegen, dass uns dieses eine kleine Vieh die ganze Phalanx da hinten kaputt macht. Na gut, der Boss ist jetzt leider weg, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so tragisch. Machen wir erstmal hier die ganzen Typen weg. So, jetzt wird das Vieh auch weggeknallt. Bedeutet, wir können hier wieder ein neues Bollwerk hinsetzen. So, jetzt müssen wir langsam aber auch wieder gucken, dass wir hier neue Farmen gebaut bekommen. Das würde ich hier in dem Bereich machen wollen. Grand Ballista Tower. Mal gerade gucken, ob wir da irgendwie eine Aufwertung hinbekommen. Wir erforschen mal den Feuerturm. Klingt ganz gut, was das Ding so kann. Ja, können die da durchlaufen? Nein, können sie nicht. Bedeutet, hier ist durch natürliche Gegebenheiten auf jeden Fall schon mal zu. Dann würde ich hier aber noch was reinziehen wollen und das Ganze dann hier auf jeden Fall noch mit Ballistentauern auf jeden Fall irgendwie versuchen abzuschotten. So, Essen haben wir auf jeden Fall genug. Das heißt, wir können noch ein paar Häuschen bauen. Wer sich übrigens fragt, warum ich hier so viele Häuser hinsetze, wenn die Gegner von hier oder von da kommen, müssen die sich erst durch die ganzen Häuser durchknüppeln. Und wir können die von dem Punkt aus, den ich extra freigelassen habe, schön mit Towern beschießen. Das ist in meiner Welt eigentlich eine ganz intelligente Sache. Hoffe ich mal, dass es so ist. aber das werden wir dann später noch herausbekommen, ob das wirklich dann so klug war oder nicht. Nee, das ist dumm. So, jetzt können wir auf jeden Fall auch hier diese Feuertürme bauen. Dafür brauchen wir nur mehr Geld. Finde ich auch eine ganz praktische Sache. Ja, wie sieht das eigentlich aus?
An advanced attack tower that spreads fire in all directions, burning all threats in proximity. Also der ballert offensichtlich in alle Richtungen Feuer raus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch, also ob das erstens unsere eigenen Gegner, also unsere eigenen Leute auch tötet. Und B, weiß ich nicht, ob es dann klüger ist, so einen Turm hier jetzt ins Feld zu stellen oder hinter so einen Wall. Weil, ja, ne, wie die Aussage schon dasteht, es ist schwierig zu betiteln. Ich würde das Ding mal irgendwo hier hinstellen. Vor allem, das Ding hat eine Range, das Ding hat keine Range. Wir stellen das Teil mal hier hin. Wenn die Horden bis hier durchkommen, erwartet sie hier das leuchtende Inferno. Das wird ekelig. Für die Horden. So, jetzt würde ich gerne den Boss hier oben töten. Diesen Zwischenboss. Wir haben 41 Archer, 4 von den Armbrusttypen und keine Nahkampfeinheit. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber gut, das kriegen wir trotzdem hin. Unser Held ist auf Stufe 5. Wollen wir mal gucken, was der Typ hier drauf hat. Our buildings are under attack. Another corpse for the pile. So, alles auf ihn drauf. Unser Held geht ganz schön schnell tot. Weg. Ready when you are. Er geht direkt wieder auf unseren Helden, ist aber jetzt selber tot. Sehr gut. So, den Punkt, den hätten wir auf jeden Fall auch weg. Da wird auch nichts mehr passieren. So. Der Flammenturm steht auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob der da gut steht. Ich bin mir da echt unschlüssig, ob das jetzt so geil war. Wir müssen auf jeden Fall weiter Einheiten bauen. Ja, und die andere Frage, die sich mir noch stellt, ist, ob es mal ein bisschen das Licht ein bisschen dimmiger. So, die andere Frage ist tatsächlich auch noch, ob es klug ist, eine zweite Trainingshalle zu bauen, um schnelle Einheiten produzieren zu können. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das möglich ist, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Ja, und das andere Problem, was wir noch haben, ist tatsächlich, dass ich gerade auch nicht weiß, von wo aus die Gegner nachher kommen werden. Also das wird auch nochmal so eine Nummer. Weil es ist im Endeffekt egal, von wo sie kommen. Wir sind auf der Seite nicht so gut geschützt, weil wir es auch einfach buildingstechnisch nicht mehr gut hinkriegen. Dafür müssten wir unsere Ländereien sehr viel weiter ausbilden. Aber das könnten wir tatsächlich noch machen. Wir könnten hier noch eine Schneise reinziehen. Dann hätten wir die und die. Dann wären wir hier doppelt geschützt. Dann könnten wir hier noch was reinziehen, nämlich hier rüber. Wenn sie aber dann von hier kommen, dann müssen wir hier auch noch was bauen. Also das sind auf jeden Fall noch unsere Baustellen, die wir haben. Wir sollten hier noch eine zweite Schneise bauen. Wir sollten hier eine reinsetzen. Und wir sollten hier eine reinsetzen. Dass wir von der Seite ordentlich abgeschirmt sind. Damit fangen wir jetzt direkt mal an. Mauer. Einmal ein Tor. Dann. So. Ich setze mir jetzt als erstes mal die Mauern überall hin, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die hier einfallen. Und deswegen hätte ich gerne hier zwei Mauern. Weil hier ist auch der Feuerturm. Das ist eine ganz gute Sache. So, jetzt rennen wir mal hier hoch. Und setzen hier noch irgendwie was hin. Am besten so. Fehlt uns der Rohstoff. Was ist das? Steine. Brauchen mehr Steine. Wir haben hier hinten eine Stein,
Geschichte. Wir haben hier eine Steingeschichte. Wie viel kriegen wir denn? 38? Könnten hier noch eine hinbauen. Einfach nur, damit wir es haben, damit das abgebaut werden kann. Das ist, glaube ich, Gold hier, ne? Ne, Geld. Cool. Rein damit. Hier kommt auf jeden Fall gleich ein Ballistenturm hin, hier auch. Und dann kommt hier noch so ein Feuerturm rein. Dann sind wir hier top ausgerüstet. Wenn sie hier dann durchkommen, erwartet sie hier das Inferno hoch 10. Also das wird für die Viecher überhaupt nicht angenehm. So, und ich weiß tatsächlich auch, dass es bessere Tore und Mauern noch gibt, aber das ist immer so eine Kosten-Nutzen-Frage. Weil letztendlich halten die Sachen schon gut was aus, die wir hier haben, diese zweiten Tore und zweiten Mauernstücke. Nichtsdestotrotz müssen wir hier gucken, dass wir hier noch ein bisschen erforscht bekommen, aber das kann ich jetzt noch nicht bringen, weil ich einfach die Ressourcen dafür nicht habe. Und vor allem muss man mal schauen, wenn man jetzt mal guckt, das Tor, da wollen die 40 Steine, 20 Stahl für. Und hier brauchen wir kein Stahl für, weißt du? Das ist natürlich beständiger. So klug bin ich dann auch. Aber unterm Strich muss ich sagen, ja, es ist dann immer noch eine andere Kiste, ob man das erforscht bekommt, beziehungsweise schaffen kann. Oder ob man das, also vor allem auch ressourcentechnisch irgendwie gemeistert bekommt. Hier brauchen wir 500 Geld. Brauchen wir aber auch noch ein Refined Curry. Okay. Da brauchen wir aber auch noch ein anderes Gebäude für. Da müssen wir mal eben schauen, ob wir das schon haben. Die Schmiede brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir Fütter. Das ist eben das Problem. Das ist zeitlich echt schwierig zu schaffen, wenn du einfach darauf gucken und achten musst, dass du hier mit deinen Sachen vorankommst. Und vor allem halt auch deine Fronten irgendwie abstecken musst, dass du, dass dir hier nichts zu Klumm gekloppt wird später, ne? So, hier haben wir jetzt zu, hier unten sind wir zu. Jetzt müssen wir hier oben noch was machen. Weil hier kann ja so nichts mehr. Nein, jetzt laufen die Feiglinge wieder weg, weißt du. Das ist auch immer so eine Sache, die mich an dem Spiel ein bisschen ankotzt. Das sind richtige Feiglinge, seid ihr. Vor allem, wie sie aus ihren Schatten gekrochen kommen, wenn sie dann mal die Möglichkeit haben. Ist auch total geil. So, zack, zack. Zack. So, die lassen wir jetzt mal hier stehen für die Nacht. So, und jetzt müssen wir hier aber auf jeden Fall noch was hinbauen. So, ein Tor, damit wir da überhaupt noch durchkommen. Das ist falsch. So, zack, peng. So, haben wir das auch gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben hier einen zweiten Wall, hier ist ein Wall. Hier ist ein Wall. Hier und da. Das ist jetzt äußerst gut, läuft das hier gerade. Ja, es war klar, dass da noch ein paar Viecher hinten hocken. Ja, ja, schwierig, schwierig. Also auch die Koordination zwischen Einheiten und Buildings bauen. Wir müssen ja gucken, dass wir hier immer im Food- und Villager-Gleichgewicht bleiben. Das ist nicht so einfach, wie man sich es vielleicht vorstellen mag. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal eben die ganzen Leute hier unten. So, wir sammeln Steine und alles andere. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen, unsere Verteidigung auszubauen. Nämlich, indem wir hier
Ein Türmchen hinsetzen und hier ein Türmchen hinsetzen. So, machen wir erstmal die Geschichte fertig. Zack, 3 Stück davon. Das ist jetzt richtig gut, wird das langsam. Und dann müssen wir gleich auch noch anfangen, unsere Truppen weiter auszubilden, damit wir weitere Einheiten haben. Damit können wir direkt mal weitermachen. Nee, das ist das Ding. So, und dann können wir noch ein paar Häuschen bauen, damit wir weitere Einheiten überhaupt bauen können. Da sehe ich gerade, fehlt uns schon wieder Essen, aber das können wir ja hier hinstellen. Also eine neue Farm. 1230 Holz. Okay, da fehlt uns gerade das Holz für. Das kriegen wir aber gleich schon gemanagt, keine Bange. Ich freue mich ja, wenn das Spiel dann mal aus dem Early Access rauskommt und dann quasi gesehen man auch andere Helden hat, weil ich finde ihn hier natürlich, in Edwin, das ist schon ein cooler Typ, aber grundlegend finde ich es natürlich auch geil, wenn man da ein bisschen mehr Auswahl hat, um dann auch gucken zu können, was gefällt einem daran gut. Also welcher Held gefällt einem gut. Erinnert mich so ein bisschen an WC3. Die ein oder andere Mechanik im Spiel sollte aber noch verbessert werden. Das sind so Sachen wie, dass man Gebäude auch auf eine Schnellauswahl legen kann. Dass man jetzt von hier aus nicht wieder hier hoch switchen muss und sich angucken muss, dass man hier irgendwie an das Gebäude X rankommt, um dann irgendwas bauen zu können. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich. Das hätte man anders machen können. Das gibt es ja auch in vielen anderen Strategiespielen. Da hätte man ja einfach nur mal sich was abgucken können. Da sagt ja auch keiner, das haben sie aber geklaut. Weil das einfach eine Mechanik ist, die den Spielern mehr Freude bringt und wo man sagt, okay, das muss so sein. Weil ansonsten wäre das einfach ziemlich Arsch. Weil es macht so einfach auch weniger Spaß. Ich hätte gerne auf 0 einfach das Hauptgebäude liegen, um Sachen bauen zu können, weil ansonsten kommst du hier nicht gut voran. Es scheint mir auch so, als wenn der Held jetzt mit Stufe 5 die höchste Stufe erreicht hat, die er erreichen kann, weil XP bekommt er ja so nicht mehr. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass diese kleineren Bosse, die hier rumstehen, uns mal eben ganz schnell so wegknüllern können, wenn wir da nicht genug Einheiten stehen haben. So, jetzt bauen wir uns noch eine Farm. Und daraufhin werden dann noch ein paar Häuser gebaut. Und wir können noch ein oder andere Verteidigungsstellung bauen. Jetzt fehlen uns hier noch 2 Ballistentürme. Und dann fange ich an, das Ganze mit Feuertürmen zu bestücken. Hier kamen sie, glaube ich, schon mal, ne? Oder bin ich mir da jetzt unschlüssig? Ich meine, von hier oben wären sie da runtergekommen, hier. Die sind auch bestückt, die Türme, mit Einheiten. So, jetzt haben wir wieder 47 Essen. Bedeutet, wir können wieder ein paar Häuschen bauen. Damit wir hier nach und nach wieder auf mehr Einheiten kommen, um halt auch unsere Ressourcen weiter auskleiden zu können. Wir können ja mal eben schauen, ob wir hier ein bisschen was noch machen können.
Ah, okay, jetzt fehlen uns Steine dafür. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Hier werden Steine abgebaut. Hier werden Steine abgebaut und hier bekommen wir Geld. Das finde ich natürlich sehr gut, dass wir hier einfach so Geld abbauen können. So, hat sich das schon direkt erledigt hier. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch eine Schneise hinbauen sollen. Weil manchmal kündigt sich das ja an, ne? Ich habe den Eindruck, es kündigt sich an, von wo der Gegner dann in der nächsten Nacht kommen wird. Dass wir hier vielleicht noch einen Wall hinbauen. Das macht das Spiel natürlich ein bisschen leichter, aber das finde ich ist okay. Das macht das Ganze nicht irgendwie so leicht, dass man da nicht mehr sagen kann, okay, das schaffen wir. Es ist so zu leicht geworden. Das finde ich eigentlich ganz okay so. Ich denke, ich werde hier noch eine Schneise hinbauen. So, jetzt können wir Feuertürmchen bauen. Hier sind zwei. Ah, ne, hier oben fehlen uns noch die Ballisten. Okay. So. So, hier sind jetzt auf jeden Fall mehr als krank aufgestellt. Hier zwei Ballisten, drei Ballisten sogar. Das heißt, wenn die hier einmal reinkommen, haben wir mit der auch noch die Chance, dass die hier unten hin knallt. Und die hier sind natürlich auch gut aufgestellt. Also muss ich sagen, bisher läuft das hier ganz gut. Wieso dauert das mit dem Stein so lange? Das ist ja echt nervig. Können mal gerade schauen, ob wir diese Bude aufgebessert bekommen. Ich meine, das könnte hier dann, ne? 1500 Geld, das ist ja... Nur wenn es nur Geld kostet, geht das ja. Dann können wir das mal eben machen. Weil dann bekommen wir da unter Umständen mehr Steine hier raus. Hier ist das ja auch der Fall, ne? Das ist ja auch eine Steinbude. Schwierig. So. So, jetzt haben wir 61 Steine. Jetzt können wir uns hier unten mal gerade darum kümmern, dass wir hier zumachen. So. Haben wir das auch gemacht. Drei Nächte noch bis zur Horrornacht. In den drei Nächten müssen wir es schaffen, den Refined Quarry auszubauen, damit wir mehr Steine abbauen können. Und darüber hinaus müssen wir gucken, dass wir das geht hier auch, ne? 920 Iron, okay. Brauchen wir ordentlich Geld für. Aber dafür wird der jetzt schon mal ausgebaut. Ja, also es ist kompliziert, wie ihr seht. Man muss an allen Ecken und Kanten machen und tun, damit man hier wirklich ordentlich irgendwie was gerissen bekommt. Weil ansonsten gestaltet sich das hier schnell als recht schwierig. Ich hoffe, dass sich das dann gleich irgendwie ein bisschen, wenn die Nacht dann auch anbricht, dass wir dann da ordentlich vorwärts kommen. Dass wir da nicht total überrannt werden. So, jetzt haben wir hier das Refined Quarry. Können wir jetzt, glaube ich, mehr Steine auch mit abbauen. Das ist natürlich sehr gut. Hier brauchen wir noch 900 Geld und 20 Iron. Das Iron, das bauen wir ja schon ab. Das kriegen wir hier raus. Haben wir da noch eins? Nee, ne? Nee. Iron ist immer sehr schwierig hier zu finden, wie ich finde. Also es ist nicht so leicht, eine Quelle zu finden, wo du Iron abbauen kannst. So. 500 Geld. Machen wir auf jeden Fall als nächstes, bevor wir uns an die Quarries rangeben. So. Das ist jetzt auch die letzte Balliste. Hier stehen zwei, hier stehen zwei. Hier stehen drei. Ich hoffe, dass sie hier durchkommen. Hier einfallen werden, dann hier rein wollen. Und dann hier voll in dem Inferno landen. Weil wenn sie hier bis hier hinten durchkommen, wird es ekelhaft.
Also wenn sie bis hier zu dem Wall kommen, gebe ich Brief und Siegel drauf, sind wir tot. Also das werden wir nicht überleben. Und da wir letztes Mal so 1250 Gegner hatten, werde ich dieses Mal mit so ja, einem guten Drittel mehr rechnen. So 1800, 1600 so um den Dreh. Wenn es nicht sogar 2250 werden, also 1000, glatte 1000 mehr, dann wird es richtig ekelig. Also ich glaube, dann wird es schwierig, das zu überleben. Aber das müssen wir schauen. Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, weil wir haben noch Zeit. Wir haben noch sehr viel Zeit. So, ich würde vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht so einen Grand Below Tower hier irgendwo hinsetzen. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass wenn sie hier reinkommen, der direkt rundrum ballert und davon schon einige mitnimmt, ohne dass wir hier stark davon betroffen sind, dass direkt hier im Vorfeld gut was weggeholt wird. Weil das ist mein Ziel, dass wir hier schon ordentlich was wegfegen. Er bewegt sich auch sehr weit von diesem Punkt weg. Archer ready. Gut. Our buildings are under attack. Ready for action. Zwei Nächte. So. Ja, liebe Leute, wir sind bei 30 Minuten wieder angekommen. Und wir machen jetzt hier mal einen kurzen Break. Ja, Aufbau der ganzen neuen äußeren Phalanx, die wir haben. Also wir haben jetzt hier unten gut was aufgebaut mit Feuerturm. Wir haben hier drei Ballisten stehen, hier ein Feuerturm. Wir haben hier eine Mauer stehen mit zwei Ballisten, hier zwei Ballisten. Also wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die nächste Nacht. Hier sollte man vielleicht nochmal überlegen, aber entweder sind sie hier schon mal eingefallen oder sie sind hier schon mal eingefallen. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, hier wäre es gewesen. Bedeutet, hier müssen wir uns nicht so stark drum kümmern, weil ich nicht damit rechne, dass sie dann zweites Mal einfallen werden. Hier sind wir einigermaßen auch gut aufgestellt und hier auch. Wobei hier noch könnten noch ein paar... Ach, die stehen sogar hier. Das machen wir noch eben. Die sind bestückt, die sind bestückt. So, jetzt haben wir hier auch sechs Archer drin. Wenn sie hier wieder ankommen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, weil bisher ist es noch nie passiert. Einmal sind sie von unten gekommen. Okay, hier muss auf jeden Fall noch was passieren. Nicht, dass sie hier nochmal ankommen. Dann müssen wir hier noch eine Schneise reinbauen. Also, ich sage immer Schneise, sagen wir mal ein Bollwerk reinsetzen, damit wir da eben das Problem nicht haben. Wobei, wie gesagt, von unten sind sie schon mal gekommen, sind von links schon gekommen und von oben. Ich denke mal, dass sich das jetzt hier irgendwie in diesem Teil der Karte abspielen wird, dass hier nachher irgendwo der Punkt aufgeht und dann sehen wir mal weiter. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten, für den Support und so weiter. Da bin ich für jeden neuen Zuschauer, jeden neuen Abonnenten, egal auf Twitch, Twitter oder auf YouTube hier dankbar. Wenn euch mein Kram gefällt, empfehlt mich, sagt weiter hier, der Typ ist cool, guckt euch das mal an, macht Spaß, dem zuzugucken. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Haut rein, bis dahin, ciao.